Die ersten von angeblich knapp 9000 russischen Soldaten erreichen Belarus. Diese Bilder sind nur wenige Tage alt. Ihr Hintergrund? Belarus und Russland stellen eine gemeinsame regionale Truppe auf, die die belarussische Grenze schützen soll. Schon seit Wochen gibt es Befürchtungen, dass Belarus in den Ukraine-Krieg einsteigen könnte. Alexander Lukaschenko, der belarussische Machthaber, dementiert das. Kein Wunder, sein gutes Verhältnis zu Wladimir Putin sei ohnehin nur oberflächlich, meint Boris Ginzburg, Doktorand am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin. Es scheint natürlich heute so zu sein, dass das Best Friends sind, also sehr gute Freunde, sehr gute Verbündete, aber der Anschein trübt ein bisschen. Das Verhältnis zwischen Putin und Lukaschenko war sehr, sehr, sehr konfliktreich. Die beiden Machthaber verbindet eine durchwachsene Beziehung, die weit zurückreicht. Am 2. April 1996 unterschrieben Lukaschenko und der damalige Kreml-Chef Boris Jelzin einen Vertrag, der einen russisch-belarussischen Unionsstaat besiegelte. Dieser Unionsstaat besteht aber mehr auf dem Papier als in der Realität. Und damals war Lukaschenko der Motor dieser Idee. Nicht, weil er an die Idee selbst besonders oder an Integration und so weiter sehr besonders geglaubt hat, sondern er hatte tatsächlich die Hoffnung damals gehabt, dass sein russisches Gegenüber, damals noch Boris Jelzin, der sehr krank war, sondern nicht mehr lange leben wird. Und in so einem Fall hat sich Lukaschenko erhofft, vielleicht selbst irgendwann mal in den Kreml zu ziehen und somit dann die beiden Staaten zu regieren. Doch auf Boris Jelzin folgte 1999 Wladimir Putin ins Amt des russischen Präsidenten. Lukaschenko bemühte sich um guten Kontakt, zumindest wenn er ihn brauchte. Er ist ein sehr grausamer Autokrat, aber man muss ihm lassen, er ist aber sehr kreativ. Seit 1997 ist Belarus sanktioniert durch die EU bis zum heutigen Tage, insbesondere wegen Menschenrechtsverletzungen. Aber jedes Mal, wenn der Druck von Moskau zu groß wurde, hat Lukaschenko zum Beispiel ein paar politische Gefangene freigelassen, was wiederum in der EU positiv aufgenommen worden ist. Wenn aber sozusagen die Forderungen nach Reformen von der EU wieder zu groß geworden sind, hat Belarus wieder sozusagen das umgekehrte Spiel gespielt. Er hat sich wieder angenähert an Moskau. Und das ist immer so ein Hin und Her. Im Jahr 2015 nahm Lukaschenko sogar eine Vermittlerrolle zwischen Russland und der EU ein. Nach der russischen Krim-Annexion kam es zu Friedensgesprächen. Der Ort des Zusammenkommens? Minsk, die Hauptstadt von Belarus. Lukaschenko hat sozusagen diese Rolle sehr genossen und das wurde ihm auch gut geschrieben von der EU, indem einfach alle Sanktionen ausgesetzt worden sind gegen Belarus. Das heißt, geopolitische Interessen haben in den Beziehungen zwischen EU und Belarus immer überwogen. Im August 2020 fanden in Belarus Präsidentschaftswahlen statt. Das Ergebnis halten Experten für gefälscht. Es kam zu Protesten, die gewaltsam unterdrückt wurden. Die EU sanktionierte Belarus daraufhin. Lukaschenko näherte sich wieder Russland an. Eine Nähe, von der Putin jetzt profitiert. Belarus' Beziehung zur EU steht dagegen wieder auf dem Spiel, meint Boris Ginzburg. Er hat in gewisser Hinsicht einen Kriegstreiber bei der Kriegsführung unterstützt. Er hat zwar keine eigenen Truppen gesendet, aber er hat fremden Truppen erlaubt, durch sein Territorium durchzugehen. Einen weiteren Schritt zu gehen und sich aktiv am russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu beteiligen, dagegen spricht laut dem Experten allerdings ein Argument. Denn das würde sozusagen jegliche Türen in den Westen für ihn ein für alle Mal schließen und gleichzeitig ihn in gewisser Hinsicht, sagen wir jetzt mal, eine metaphorische Gefangenschaft Russlands bringen. Eine sinnbildliche Gefangenschaft eines Autokraten durch einen anderen. Er hat auch das öfter schon gesagt, ich danke Putin dafür, dass ich mich nicht mehr als letzter Diktator Europas bezeichnen muss. Also das sagt auch sehr viel über das Verhältnis. Ein Verhältnis, das verheerende Auswirkungen haben könnte. Doch ob sich Alexander Lukaschenko weiter Russland annähert oder das Verhältnis zur EU versucht zu stärken, scheint nicht vorhersehbar.